So, wir sind wieder angekommen an unserem Stellplatz. Die Damen aus der Niederlande stehen wieder neben uns. Und wenn ihr auch mal Schiffsspotting in Cuxhaven machen wollt, dann guckt auf die App Marine Trafik. Wenn das Schiff um 18 Uhr Hamburger Hafen verlässt, dann da losstartet, dann braucht ihr erst um 22:30 Uhr an der Kugelbake sein. Wenn ihr Kugelbake Parkplatz steht, dann braucht ihr eine Viertelstunde bis dorthin. Es ist arschkalt gewesen. Wir haben jetzt, glaube ich, Pi mal Daumen, wenn ihr das richtig gesehen habt. Beziehungsweise, nee, jetzt machen wir Folgendes. Ihr werdet das gleich nämlich sehen statt der Uhr. Also dafür haben wir fast eine Stunde draußen gestanden für 2 Minuten oder was auch immer. Wenn ihr jetzt am Material seht, also lasst euch einfach mal überraschen. Das heißt, ihr seht jetzt das, was wir eben gerade gesehen haben. Und wir würden mal sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Wünschen eine gute Nacht und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wir haben es 7 nach 9 und der Stefan ist am Wasser kochen. Hat da schon Schinken, Ei ist da drunter und Toast wird jetzt gemacht. Ja, und dann gibt es erstmal für uns Frühstück und wir melden uns, sobald Frühstück fertig ist. So. Wir sind jetzt fertig mit Frühstücken. Ja, waschen und so haben wir alles ja schon vorher vorm Frühstück gemacht diesmal. Wir werden uns jetzt aufmachen, versuchen nochmal ans Wasser zu kommen. Genau, laufen hier durch den Wald. 800 Meter soll es angeblich weg sein. Das schauen wir mal und dann. Der Wernerwald. Ich habe gerade überlegt, wie heißt der Ding Der hier? Der Wernerwald. Wernerwald. Genau. Ja. Ist auf jeden Fall sehr schön hier. Der voll da. Ganz schön viele Leute sind mit ihren Hunden unterwegs. Ja, aber nachts, also bis heute Morgen um, Das weiß war ich gar nicht, nicht. halb neun oder sowas, war es auf jeden Fall ruhig. Die Da war einzigen, nichts. die halt da waren und die sind gerade gefahren, das sind die Die Mädels. Mädels aus den Niederlanden. Genau. Vielleicht fahren die jetzt nach Hause oder was auch immer. Wir haben uns ja jetzt nicht unterhalten, weil war ja auch sehr spät und dann unterhält man sich ja auch nicht wirklich. So, wir gehen zum Wasser und melden uns von dort wieder. Bis gleich. Wir sehen Neuwerk. Genau, wir ja, ihr nicht. Wir reden mal ein bisschen lauter, weil es ist ja noch windig und ja, wir sind ja alles am Rumtesten. Ja, Wasser ist da, was nicht da sind, sind Schiffe. Ja, aber ich würde sagen, schaut mal selbst. Genau. Oh.
Wir sind wieder zurück in unserem Bulli. Ja, und was soll man sagen, ne? Wir haben es kurz vor 11. So langsam muss es dann mal nach Hause gehen, leider. Genau, aber wir werden irgendwo auf irgendeiner Autobahnraststätte definitiv nochmal einen Apfelpfannkuchen essen. Genau, so eine Mittagspause tut doch dann auch nochmal irgendwann gut zwischendurch. Genau, also wir wollen jetzt noch nicht direkt durchziehen, weil wir wären jetzt 13.15 Uhr zu Hause. Da sollen wir um die Uhrzeit schon zu Hause. Ach, nö. Das muss nicht sein. Also genießen das noch ein bisschen und nehmen euch natürlich noch ein bisschen mit. Also das ist jetzt noch nicht die unsere Verabschiedung. Das machen wir erst, wenn wir wieder gut voll gegessen haben. Ja, der Weg. Uiuiui, wir sind jetzt tatsächlich dann noch über so eine Wiese gelaufen zum Wasser und wir sehen aus wie Sau. Also unten die Füße und die Schuhe. Naja, kann man wieder waschen. Dafür ist es ja. Aber es hat gut. Es war tat richtig gut, nochmal so die Seeluft einzuatmen. Also war schön hier, ne? Ja, aber die Sonne nochmal hier tanken, weil es ist, Sonne geht scheint auch einigermaßen. Also es ist genau. Nochmal richtig schönes Wetter heute gewesen. Aber leider ist Sonntag. Aber das heißt nach Hause. Unser Jahrestag. 6 Jahre. Auf den Tag genau. Stimmt. So lange halten wir es schon miteinander aus. Mhm. Vor 6 Jahren habe ich meinen TÜV bekommen in St. Peter-Ording. Und jetzt haben wir mal gedacht, zur TÜV-Erneuerung fahren wir mal nach Cuxhaven. Und ich auch glaube, an die See. Habe ich TÜV, ist erneuert worden? Na, selbstverständlich. Na, Gott sei Dank. Also in 2 Jahren geht das weiter. Gut, alles klar. Dann melden wir uns ja, vom nächsten Spot, wo wir auch immer auch sind. Bis dahin. So, wir waren jetzt bei den Wohnmobil. Bei Camping Tierge GmbH in Isernhagen. Obwohl es ja eigentlich Alpernbüchen ist. Ich verstehe das alles. Naja, gut. Oder Alpernbüchen. Auf jeden Fall haben wir gerade nochmal ein Video gedreht. Das habt ihr 100% auch schon gesehen. Weil das werden wir relativ schnell gucken, dass wir das noch produziert kriegen. Das denke ich auch. Und ja, was soll man sagen? Wir sind super über die A27 und super über die A7 gefahren. Man glaubt es gar nicht. Das muss man ja richtig beurteilen. Ja, A7. Glück gehabt. Wow. Wie konnte das passieren? Bestimmt ein Fehler im System. Haben irgendwelche Leute vorher abfahren lassen. Ja, ist ja egal. Ja, wie gesagt, wir konnten jetzt natürlich jetzt wunderbar noch andere Leute, die da umherlaufen sind, ein bisschen was erklären. Ja, weil wir uns ja schon ein bisschen mehr mit den Fahrzeugen befasst haben und heute ist ja nur nicht verkaufsoffener, sondern einfach nur Showtag. Genau, und es gibt keine Beratung halt dazu, das muss man halt auch dazu sagen. Genau, ja. Das konnten wir. Wir konnten ein bisschen beraten, weil wir ein paar Sachen dazu sagen konnten. Ja, nette Leute auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich frage mich eigentlich, warum ich noch angeschnallt bin, weil wir bleiben ja jetzt hier, weil wir haben jetzt vor, einen lecker Apfelpfannekuchen zu essen. Genau, und das machen wir jetzt und dann melden wir uns wieder, wenn der Pfannekuchen fertig ist. So, alles weggeräumt. Der Apfelpfannekuchen haben wir euch nicht gezeigt, war aber lecker. Stimmt, wollten wir machen. Genau. Haben wir mit Absicht nicht gemacht, sonst werdet ihr wieder nur neidisch, dass ihr keinen Apfelpfannekuchen hattet und wir schon, deshalb haben wir es nicht gemacht. Naja, wie auch immer. Oder wir haben es vergessen. Wir haben es eher vergessen, genau. Nein, das erste zählt. Ja, was soll man sagen? Ein Wochenende ist schon wieder vorbei. Schade. Es war richtig geiles Wetter gestern. Heute hatten wir Glück, Regen war ja angesagt, kommt nicht. Dafür ist es sehr windig, das ist eher unangenehm, aber naja. Besser. Das, was wir jetzt heute noch machen müssen, ist ausladen und dafür muss jetzt auch nicht, ich sag mal, es windstill sein. Es wäre nur schön, wenn es nicht unbedingt regnet. Beim letzten Mal, da war ich dann pitch
nass beim Ausfahren. Genau, das ist ja diesmal nicht. Wir werden jetzt nur noch Müll entsorgen. Das müssen wir noch machen. Wasser tanken wieder, weil wir gehen tatsächlich am Donnerstag schon wieder on Tour. Ja, tanken tun wir am Mittwoch, haben wir gesagt. Wir lassen es aber drin. Wir lassen es zumindest nicht ab, so rum. Irgendwas war. So ist es. Das heißt, wir sind relativ schneller fertig als sonst. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, wir hoffen, dass euch dieser Roadtrip mal wieder gefallen hat mit Cuxhaven. War ja einiges Unterschiedliches dabei. Also ich habe, wie gesagt, 300% Fitness da gehabt. Also ich muss mich viel bewegt haben gestern und heute auch. Also dementsprechend müsstet ihr einiges gesehen haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Teilt das Video. Abonniert unseren Kanal. Ja, und dann sehen wir uns bald wieder, also hoffentlich bald wieder, bei einer neuen Folge von Kreuzfahrtbulli. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.